Bei ihm vergisst wohl niemand die Hausaufgaben. Das ist mal ein etwas anderer Look für einen Lehrer. Ein Gesamtkunstwerk ist Sylvain Hélène. Der 35-Jährige unterrichtet an dieser französischen Grundschule. Hier ist er das Gesprächsthema auf dem Schulflur. Kein Wunder, ist er doch von Kopf bis Fuß tätowiert. Wenn Sie mich das erste Mal sehen, sind Sie etwas schockiert. Nach dem Motto, oh, so geht's auch den Eltern und Großeltern. Das ist keine Frage des Alters. Aber wenn wir uns dann unterhalten, ich mich vorstelle und erkläre, was ich hier mache, nach 2 Minuten betrachten Sie mich als einen normalen Lehrer. Optisch ein Normalo war er noch bis vor 8 Jahren. Doch dann beginnt die Verwandlung in Freaky Hoodie, wie er sich nennt. Knapp 60.000 Euro hat er in Tattoos investiert. Selbst an die Augäpfel ließ er die Nadel ran. So langsam geht ihm der Platz aus. Der 35-Jährige muss manche Tattoos überstechen lassen. Sein Tattoo-Rausch ist nicht zu stoppen. Er würde sogar in Kauf nehmen, dass seine Haut mal komplett schwarz ist. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Vergangenes Jahr, da war ich in einem Kindergarten. Da waren 70, 80 Kinder. Ein 3-jähriger Junge sah mich wohl zufällig und er hatte später Albträume. Er dachte, ich sei ein Monster, eine gruselige Gestalt. Die Folge, die ganz jungen Kinder darf er nicht mehr unterrichten. Diese Konsequenzen würde man in Deutschland wohl auch ziehen, meint Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Sicher ist sozusagen Toleranzspektrum groß, ja, aber es gibt sicher Grenzen, wo man sagen muss, bitte, Herr Kollege sowieso oder liebe Kollegin sowieso, das ist vielleicht nicht die Art und Weise, wie man Schülern gegenübertritt. Kleider und auch Tattoos machen Leute. Kann man so jemanden auf die Kinder loslassen? Thema in unserer Brisant-Straßenumfrage. Ja, ich glaube, die Kinder würden sehr viel toleranter werden, wenn sie so einen Lehrer vor sich haben. Ich denke, wenn der entsprechende Kompetenzen hat und seine Ausbildung und den Beruf gut ausübt, was spricht dagegen? Ich würde ihm sicher eine gewisse Skepsis entgegenbringen, aber ich glaube, jetzt komplett zu sagen, nein, das geht gar nicht, würde ich ja nicht sagen. Warum nicht? Kann ja ein gutes Herz haben. Sylvain Hélène ist angeblich der meisttätowierte Mann Frankreichs. Wenn er unterrichtet, steht automatisch auch auf dem Lehrplan Toleranz vermitteln. Ich glaube, mein Kontakt mit den Kindern macht die Schüler aufgeschlossener. Sie werden offener als ohne mich. Vielleicht, wenn sie erwachsen sind, sind sie weniger rassistisch und homophob. Sie werden offener. Der 35-Jährige treibt gerade seine Karriere als Model voran, will aber weiter Lehrer bleiben, sehr zur Freude seiner Schüler. Mal wieder der beste Beweis dafür, auf die inneren Werte kommt es an.